Ja, einen wunderschönen guten Tag an alle, ja, Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich heiße Sie heute im Namen von FX Flat recht herzlich zum heutigen Webinar Future Handel mit dem Stereo Trader willkommen. Bevor der Heiko sich seinen Kaffee geholt hat, noch ein paar Bemerkungen zu den Risikohinweisen, die wir vorher nicht vergessen dürfen. Ne? Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Und ja, die Meinung des Referenten ist nicht unbedingt die Meinung, die FX Flat vertritt. Heiko, bist du soweit? Ja. Okay, dann übertrage ich dir die Rechte und ich wünsche allen Teilnehmern viel Spaß. Gut, dann. Die Fragen kannst du sehen, ne, falls welche kommen, ne? Ja, genau. Okay. So, dann ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum heutigen Live-Trading. Aber bevor es ins Trading geht, vielleicht heute auch mal wieder ein bisschen Ausbildungsanteil. Mache ich eigentlich immer ganz gerne, damit das. Weil am Ende ja das Trading als solches spiegelt ja nur die Meinung des Referenten wider und jeder von kann ja das anders entscheiden, anders handeln, anderen Ansatz haben. Geht ja hier so ein bisschen zum Zeigen, wie man auch den Stereo Trader und natürlich das in Kombination mit FX Flat auch erfolgreich oder unter Umständen sogar gewinnbringend umsetzen kann, das Ganze. Dafür bin ich halt einfach per se dann da und an der Stelle würde ich jetzt so also ein bisschen in den Ausbildungsanteil reingehen. Es sind ja auch hier durchaus immer mal wieder neue Leute dabei. Dann ganz kurz nochmal zu mir. Ich meine, ich habe jetzt ja schon viele Webinare gemacht, aber ich möchte jetzt so ein bisschen das Webinar machen. Letzte Woche gab es nämlich ja den Börsentag online, wo ich auch für FX Flat war. Im Live-Trading, das lief soweit ganz gut. Wenn ich es jetzt in Punkte rechne, knapp 100 Punkte mit zwei, drei Future-Kontrakten ertradet. Und aber da war es halt so, dass halt viele Leute da waren und da konnte man so ein bisschen überhaupt nicht darauf eingehen und deswegen habe ich auf die Strategie und so weiter und deswegen habe ich gedacht, mache ich doch das heute einfach nochmal, weil so kann ich zumindest diesen Stoff auch unterbringen. Ich meine, ihr habt sicherlich jetzt die Folie hier schon durchgelesen, während ich hier geredet habe. Also das sind so einfach nochmal so Kontaktdaten, wo ihr auch was zu meiner Person, zu meinem Trading, also auch allgemein zum kurzfristigen Trading halt findet. Ja. Genau. Und dann als nächstes so ein bisschen die Frage ist ja die, und ich stelle das auch wieder mal fest und wer vielleicht beim Dirk Hilger auch im Blog ist oder vielleicht dich auch jetzt fragt, Mensch, die Märkte steigen und steigen und da draußen ist doch alles, Läden sind zu und man hat so ein persönliches Empfinden. Und dann ist es halt doch oftmals so, dass man einfach vielleicht eine gewisse Meinung hat vom Markt oder dass man gewisse Sachen anwendet, die vielleicht jetzt nicht funktionieren. Und deswegen ein bisschen ein Ausbildungsanteil, wie die meisten Trader ja im Trading vorankommen. Und vielleicht einen Weg als Idee, wie man es vielleicht versuchen kann, anders zu machen. Das ist sozusagen das Ergebnis auch aus 20 Jahren eigenem Trading. Und auch ich bin diesen Weg, den viele Trader gehen, bin ich logischerweise auch gegangen. Woher sollte ich es auch anders wissen? Aber vielleicht mal aus einer anderen Perspektive und mit meiner Erfahrung kann ja vielleicht auch manchmal so eine kleine Ausbildungsanteil vielleicht bei dem einen oder anderen auch einen Klick machen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ich weiß, man kennt das ja auch selbst als Elternteil, ja, wenn man seinen Kindern mit der Erfahrung, die man ja hat, dem Kind versucht, was beizubringen, dann sagt das natürlich trotzdem nein, bis es dann irgendwann mal nach ganz vielen Jahren sagt, stimmt, ihr hattet damals recht. So. Klar ist, jeder muss am Ende seine Erfahrung machen, logischerweise. Das ist die Konsequenz, die ich euch hier präsentiere, zumindest aus meiner oder die persönliche Konsequenz aus 20 Jahren Trading meinerseits. Also der Trader kommt irgendwann an den Markt, interessiert sich für Börse und irgendwann stößt er natürlich auf den Punkt technische Analyse und fängt er an, sich weiterzubilden. Damals gab es nur Bücher und noch ein Internetforum, wo man ein bisschen was finden konnte, ansonsten alles auf Englisch.
Heute gibt es halt YouTube, Zoom oder GoToWebinar, das Webinar, wie ihr es ja hier gerade jetzt über gerade drinne seid. Und man fängt natürlich an, sich dann auszubilden über Charttechnik, Indikatoren, Fibos, Pivots, Volume, Market Profile, Order Flow. Weiß der Kuckuck, was es alles gibt. Ja, da habe ich sicherlich noch was vergessen. Und aber es umfasst meistens alles die sozusagen fürs Intraday Trading oder für Swing Trading halt oftmals die technische Analyse und alles, was damit zu tun hat. Und dann stellt man halt vorwiegend fest, dass das, was man dort lernt, ja vielleicht ab und zu funktioniert. Oder anders, man glaubt, dass man, wenn man ein Setup lernt, ja, dass dieses halt eigentlich immer funktioniert. Also ganz ehrlich, so bin ich auch damals an den Markt rangegangen. Einstieg im Trend, was hier als Beispiel dargestellt ist, kennt wahrscheinlich jeder. Der Michael Vogt hat es im Detail auseinandergenommen mit seinem Buch und auch das ist mir oder vielen Tradern logischerweise bekannt. Problem ist halt nur, dass dieser Einstieg halt nur dann semi-professionell funktioniert, wenn das letzte Hoch nicht genommen wird oder der Markt halt davor umdreht. Und ich habe auch mit diesem Setup halt angefangen. Ich habe das halt untermauert mit ganz einfachen gleitenden Durchschnitt und habe das halt gehandelt und habe gedacht, okay, Börse kann ja jeder Dreijährige, weil ja das ja relativ einfach ist. Ja, man legt da einen gleitenden Durchschnitt, der breitet ab, man steigt halt long ein und oder short, je nachdem, welche Richtung gerade angesagt ist und das funktioniert. Problem ist, dass ich halt das die ganze Zeit gehandelt habe und mein Depot auch anfänglich, wie soll es auch anders sein, mit also ich habe mein Depot vorher ohne Risiko Money Management halt ziemlich geschrottet gehabt und dann war es so gewesen, dass das Depot so schön gestiegen ist und dann ist das Depot halt komplett wieder abgetaucht. Ja? So, woran lag's? Das Setup, was ich da gehandelt habe, dieser für mich damalige heilige Gral, hat halt da nicht mehr funktioniert. Warum nicht? Weil sich der Markt halt verändert hatte. Ja, und wenn man das vielleicht nochmal so ausdrücken möchte, sieht man das vielleicht hier auch im Beispiel, ja, dass halt überall das Setup als solches technisch relevant halt ist und auch technisch funktioniert, aber nicht immer zum Profit führt. Und diese Erkenntnis zum Beispiel hat da bei mir dazu geführt, dass ich ein neues Setup gesucht habe, um halt Trendumkehrformation zu handeln. Und da gibt es halt auch so eine Koryphäe, die das damals dann so entdeckt hat, und zwar der Joe Ross. 1, 2, 3 Umkehrformation. Damit habe ich gestern, oder man kann das als Umkehr oder auch als Trendfortsetzungsformation wählen. Aber auch das hat dann immer nur dann funktioniert, wenn halt die Marktgegebenheiten passen. Meine Aussage auch als Coach nach so vielen Jahren des Tradens ist, dass viele, die rein technisch, ohne, sage ich jetzt mal, den Kopf zu bemühen, versuchen, was runterzuhandeln und je kürzerfristiger der Handel ist, desto mehr ist es, kann man wirklich die Aussage treffen, dass derjenige nur zufällig erfolgreich ist. Ja, weil der Grund darin liegt, dass sich Marktstrukturen halt immer ändern. Wie kann die Lösung aussehen? Also wenn ihr auch den Weg halt geht, ich sage jetzt mal, wäre durchaus die Überlegung, je nachdem natürlich, wie man halt handelt, ich beziehe mich hier vor allem auf das eher kürzerfristige Trading, das Scalping und dass ich dann für mich am Ende nach langem Überlegen dann doch festgestellt habe, dass ich als Trader ja immer noch die gleiche Person bin, aber vielleicht einen anderen Weg gehen sollte. Vor allem muss man mal akzeptieren, dass man gewisse Stärken und Schwächen halt hat. Also ich treffe auch immer wieder auf Coaching-Teilnehmern, die ich habe. Manche können halt eher long, manche können eher short. Manche können halt switchen und finden für beide Seiten eine Meinung oder können auch sehr schnell umdenken. Ja, und von daher meine persönliche Schwäche sind starke Trendtage. Also starke Trends sind meine absolute Schwäche, kann ich nichts mit anfangen. Ich brauche am besten so Märkte, die so ein bisschen hin und her gehen, vielleicht ab und zu in einer breiten Range mal einen Trend halt ausbilden. Das sind so Märkte, die ich eigentlich gerne habe. Ja, aber so ein starker Trendtag, egal ob hoch oder runter, kann ich nicht. Ja, ich habe damit zwar früher richtig viel
Geld verdienen können, aber diese Trends sind halt wirklich eher so selten oder laufen so ab, dass ich heute damit eher Probleme habe. Aber gut, so ist es nun mal. Dann ist es doch so, dass dass man dann eigentlich doch hergeht und feststellt, dass der Markt ja unterschiedliche Strukturen hat. Also hier einfach mal dargestellt, entweder gibt es halt Trendtage oder Rangetage. Und wenn man das vielleicht schon mal klassifizieren kann, dann ist man vielleicht schon mal einen Schritt weiter, dass man sagt, okay, ich suche mir ein Setup passend zu der Struktur. Also halt in einem Trend oder in einer Range muss ich ja so gesehen anders handeln, weil der Markt ja nicht das macht, was ich erwarte. Ja, also im Trend, wenn ich da handle, dann erwarte ich, dass der Markt sich weiter bewegt und in einer Range, dass er halt an gewissen Unterstützung oder Widerständen halt anhält. Ja. Also bin ich damals auf die Suche gegangen und habe mich mit dem Thema Akteure befasst, also welche Leute gibt es am Markt, die halt Spuren hinterlassen, und da gibt es halt ein paar Akteure, sei es Händler, die den, wenn man jetzt mal auf den DAX das bezieht, die den DAX halt beeinflussen, weil sie in anderweitigen Kontrakten wie Optionen halt investiert sind und ein Depot hedgen müssen. Es gibt Leute, die in einem fallenden Markt Aktiendepots hedgen müssen, damit große Orders halt auch an den Markt geben, damit zu starken Bewegungen führen. Und es gibt sogenannte Kommissionshändler, die halt für große institutionelle Trader halt große Orders halt abwickeln und da auch gewisse Spuren im Markt hinterlassen. Und dann gibt es halt natürlich auch am Ende, auch wenn gar nichts am Markt los ist, ja, typischerweise haben wir dann so eine Range und haben da dann die institutionellen Spekulanten halt dann in solchen Phasen, ja. Auf die Fragen gehe ich gleich nochmal ein, ja. Also ihr könnt mir ruhig Fragen stellen zu der Thematik, wenn ihr sagt, okay, verstehe ich nicht, oder ja, sehe ich so oder sehe ich gar nicht so, ja. Also schlussendlich habe ich halt Folgendes gemacht. Ich habe halt gesagt, okay, ich brauche halt unterschiedliche Setups. Also unterschiedliche Regelwerke oder unterschiedliche Bedingungen, wie steige ich wo ein, bei welcher Struktur. Natürlich, klar, die größte Hürde ist auch heute noch nach 20 Jahren diese, dass ich halt immer überlegen muss, oder was ist eigentlich die größte Hürde, wenn man beides hier zusammennimmt, also dass beides mal zusammenfasst und wir Veränderungen erleben. Das heißt, keine Ahnung, der Markt eiert jetzt hier irgendwie Ewigkeiten seitwärts. So, die Frage ist ja bei jedem Mal, war es jetzt das letzte Mal? Kommt jetzt der Durchbruch auf der Unterseite? Oder geht es doch wieder hoch? Ja, so. Das ist die Frage. Wenn der Markt halt nochmal eine Runde dreht, ja, dann ist wieder oben die Frage. So, jetzt sind wir hier schon 100 Mal da oben angekommen. Sehen wir jetzt einen Ausbruch auf der Oberseite, ja, der vielleicht zurückläuft und dann einen Trend. Und das ist dann, ja, dass aus einer Range dann daraus eine Trendbewegung entsteht, die sich dann vielleicht dann wieder handeln lässt, ja. Und so muss ich ja umschalten können. Und das ist eigentlich meine Aufgabe. Ich sehe mich eigentlich als Trader, wenn man so möchte, so eine Art als Voyeur, als Beobachter des Marktes, des Marktzustandes mit dem Versuch, das bestmöglich rauszuknobeln. Deswegen stelle ich für mich auch jeden Morgen meine Szenarien auf, um halt einfach gewisse Muster zu haben oder zu überlegen, okay, wenn ich halt wirklich long denke, muss der Markt diesen und jenen Punkt halt auf der Oberseite abarbeiten. Wenn er da einfach nicht dran vorbeikommt, gut, einfach ist jetzt einfach gesagt, aber wenn er jetzt nicht daran vorbeikommt und sich immer weiter davon entfernt, dann ist ja das Szenario erstmal nicht aktiv und ich muss halt dann überlegen, ob ich halt irgendwie anderweitig was anderes handle, ja. Oder sieht die Struktur wirklich so aus? Und ganz viele Leute, die sehen den Chart, aber handeln immer das, was sie sich wünschen, nie das, was sie sehen. Ja? Also ganz typisches Beispiel. Der ein oder andere wird sich jetzt hier angesprochen fühlen, weil ich den einen oder anderen Namen hier schon gelesen habe. Das heißt, wir sehen halt einen Aufwärtstrend und der ist objektiv ein Aufwärtstrend und daran ist nicht zu rütteln. Und der Trader wünscht sich natürlich, ja, wir sind halt zu stark gestiegen, keine Ahnung, 100 Punkte, 200, 300 Punkte, das ist jetzt Ende und setzt auf feine Kurse. Da sagt man sich, okay, wer ist so doof, macht das, wenn man halt am Ende des Tages sieht, dass der Trend halt weitergeht. Aber in der Sekunde kann das halt einfach eine Emotion sein, ein Gefühl sein, ja, der Markt ist halt
optisch auch weit gestiegen. Er klebt oben an der Decke am Bildschirm. Das alles sind Gründe, die dann dazu führen, dass sie sagen, okay, da oben geht es erstmal nicht weiter. Und dann sucht man halt schon eher die Shorts. Die Shorts hier zu suchen ist prinzipiell nicht verkehrt, wenn der Markt genau das macht, wie es der rote Pfeil eingezeichnet hat oder ist, dass der Markt so runterfällt, dann ist dagegen nichts einzuwenden. Aber wenn der Markt halt hier höher steigt und dann denkt man, okay, jetzt reicht's aber, das heißt, man kauft hier nochmal schön den Short hier nach, ja, und baut mal die Position halt auf und dann sieht es vielleicht sogar noch so aus, dass der Markt hier sogar runterfällt, dann bleibt er hier stehen und dann kommt er halt nochmal hoch und dann wird hier nochmal der Short aufgebaut. Und Ende, was ist Ende vom Lied? Oftmals, dass dann der Markt halt diesen hier macht und dann hier flop und die ganzen Shorts gehen dann da oben raus, werden ausgestoppt, sind ja dann Käufe, also das heißt, der Stop-Loss ist dann hier so eine Kauforder und am Ende hat man nicht das getradet, was man, was der Markt ein Objektiv zeigt, sondern hat drauf gesetzt, dass sich die Struktur verändert. Und das bleibt halt immer das große Manko. Also bleibt die Struktur so, wie sie ist, bestehen oder ändert sie sich? Also für den Trader, der hier die Shorts gehandelt hat, dessen Wunsch ist natürlich, dass sich die Struktur halt verändert. Ja. Ja, und Märkte können, und das sollte man sich halt vor Augen führen, Märkte können viel, viel weiter steigen oder fallen, als man sich das jemals vorstellen kann. Der Dow kann am Stück 800 Punkte einfach steigen, der Dow kann 1000 Punkte am Stück fallen. Und dessen muss man sich bewusst sein. Ja. Gut, also meine Aufgabe, die ich als Trader halt sehe, ist es für mich im kurzfristigen Trading Strukturen zu erkennen, zu identifizieren und das versuche ich nachher auch dann im Live-Trading logischerweise zu erklären und das Setup halt passend zur Struktur anzuwenden und nicht einfach eins halt immer wieder anzuwenden. Wie man sich das herleitet, dann wiederum ob reine Technik oder auch ein Gefühl dafür entwickelt, wie was zu laufen hat durch seine Beobachtungen oder Auswertungen, die man gemacht hat, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Und ganz ehrlich, so ein bisschen Bauchgefühl und ein bisschen Intuition zu bekommen, das ist schon auch ganz wichtig. Also das sollte man schon versuchen auch hinzubekommen. Das ist ja eigentlich auch in jedem anderen Beruf. Ich glaube, man fängt halt an, jeden Beruf irgendwie, recht ohne Verständnis halt an. Man lernt dann halt gewisse Sachen und irgendwann entwickelt man eine Intuition. Das heißt, keine Ahnung, ich bin Konditor, irgendwann kann ich die Rezepte oder die Gewichte oder das, was ich dafür brauche, das mache ich aus dem Handgelenk. Ja? Also ich koche auch gerne und heute ist so, ich gucke mir das Rezept halt grob an und den Rest mache ich halt nach Gefühl. Ja? Und das ist halt wichtig, dass man das vielleicht versteht und da mal auch einen Schritt zurückgeht an der Stelle und sagt, okay, vielleicht sollte ich genau andersrum denken. Also nicht immer ein Setup in den Markt reinpressen, sondern vielleicht versuchen, ja, zu der Struktur passend ein Setup mir zu entwickeln. Ja. Und dann kommt es halt raus, dass hier die Bewegung die gleiche ist und ich muss natürlich nicht zwingend erfolgreicher sein, aber ich erhöhe durchaus meine Chance, erfolgreicher zu werden, indem ich halt im Sinne dieser Strukturen halt versuche zu handeln. Ja. Und auch da, bei mir ist auch so, nicht jeder Trade geht in die Hose und manche Trades werde ich halt doof ausgestoppt und bei manchen Trades habe ich auch eine komplett verkehrte Idee, aber wenn man seine Stärken und Schwächen kennt, kann man das vielleicht noch ein bisschen besser adaptieren und auch anpassen. Ja. Also das soweit mal das Thema Ausbildungsanteil andersrum zu denken. Ja, dann gab es dazu eine Frage. Genau, Frage hier, die vom Lars gerade kommt. Ja, ob Trend oder Range erkenne ich doch oft erst zu spät, kann sich im Laufe des Tages ja auch ändern. Wie löst du das Problem? Also das ist ja schon so, dass wir wirklich, ich habe gestern mit dem Trader telefoniert und wer sich vielleicht an den gestrigen DAX-Verlauf erinnert, der ist ja, glaube ich, 6 Stunden oder noch länger konsolidiert. Ja, und auch da natürlich, der Trader hat immer gehofft, dass der Markt aus dieser, ich sage jetzt mal, fucking Konsolidierung ausbricht. Ja. Aber am Ende braucht es dafür halt einen Akteur. Es muss halt jemand machen. Sei es halt jemand, der long ist und seine Stops zieht oder jemand, der es halt wirklich long geht und am Hoch den Markt halt da rausbringt. Und wenn der Akteur nicht da ist, also die Leute, die das machen, nicht da sind, dann funktioniert es auch nicht. Dann geht das halt nicht. Ja, also nicht wir machen die Bewegung, sondern machen ja die anderen.
So, und jetzt haben wir diese Trend, Range und Strukturwechsel ja mehrmals am Tag. Hier kommt es A drauf an, auf den Zeitrahmen. Und ja, man ist meist, also man kommt früher rein, wenn man, je länger man seine Analysen macht, findet man durchaus dann auch Levels, wo man sagen kann, okay, im typischen Falle hält der Bereich, deswegen lege ich da einfach mal eine Order rein. Ihr kennt das vielleicht vom Dirk Hilger, der hat seine Linien und der legt da halt einfach mal eine Order rein, weil er weiß, dass das funktioniert. Das ist statistisch bei dem erprobt, erwiesen, ausgewertet, also macht er das so. Ich mache das halt auch ab und zu, ich nenne das immer Klick das Level. Das heißt, ich klicke einfach den Preis, weil ich davon ausgehe, aufgrund meiner Erfahrung, die ich habe, dass das halt hält. Und wenn es halt nicht hält, kann ich auf mein Trade- und Money-Management zurückgreifen und kann mich dann vielleicht aus einer schlechten Position auch noch eine gute machen. Ja, oder vielleicht ist es auch eine gute und es läuft halt gleich los. Ja, also das wäre schon die eine Option. Die andere Option ist halt, wenn man der Meinung ist, dass man das immer zu spät erkennt, auch herzugehen und einfach mal rückwärts zu schauen. Das heißt, ich mache das im Grundkurs Skype Trading, habe ich das so gemacht, dass man halt schauen sollte, was wäre an dem Tag die optimalsten Einstiege, die man jemals haben hätte können. Und wenn man das halt weiß, ohne unter der Maßgabe, wir werden das ja selten oder bis kaum erreichen, ist halt, kann man ja trotzdem fokussieren. Wie sah das davor aus? Und wenn man vielleicht sogar noch Tools hat und Möglichkeiten hat, sich sowas aufzuzeichnen und sich anzuschauen, das wäre eigentlich in der Nachbetrachtung der perfekte Einstieg. Könnte ich eigentlich, ohne es zu wissen, an der Stelle halt auch einsteigen? Das ist ja vielleicht eine Idee, die man da umsetzen kann. Oder ich habe immer versucht, so nah wie möglich halt da ranzukommen. Auch wenn ich natürlich nicht den, also ab und zu gelingt einem schon ein sehr, sehr guter Einstieg, ja. Aber das ist halt das, wo man hinkommen muss, ja. Also das heißt, auf das zu setzen, was noch kommt, ja, und natürlich in Betrachtung dessen, was war. Und das wäre noch eine andere Möglichkeit, um da halt wie, das da entsprechend, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, ich habe gerade hier was Interessantes draußen gesehen. Wo war ich gerade? Oh, Blackout. Genau, also dass das halt die Möglichkeiten sind, um halt von dem Wechsel von Range und Trendstrukturen halt, dass das rechtzeitig mitzubekommen. Wir werden es ja auch nachher nochmal im Trading dann sicherlich sehen. Ja. So. ADR sagt mir gar nichts. Also hier ist gerade noch eine Frage von Daniel. Hallo, ja, die kann ich, also vom Daniel, die Frage lautet, Heiko, wie kann ich den ADR kurzfristig 10 Kerzen für meinen Einstieg einstellen? Da ich das nicht nutze, kann ich das leider nicht sagen. Ich kenne nicht mal den Indikator. Ja. Die Frage vom Andreas lese ich nicht vor. ADR misst die Wohler, das ist aber dann nicht die ADR, das ist die ATR, Average True Range. Ja, also die ATR, also meine ATR, also ich habe sie aktuell nicht im Chart drin, aber wenn ich Leute coache, dann mache ich sie immer rein. Also ich stelle die ATR ganz kurzfristig ein, aber ich nutze sie nicht als Signalgeber. Die ATR für mich ist eigentlich am Ende nichts anderes, als dass ich nur messe, wie hoch die Volatilität, die Schwankung halt ist, um daran eine Idee zu bekommen, was ich als Stop-Loss nutzen sollte. Dafür nutze ich die ATR. Aber einen Anstieg der ATR als Signal zu nutzen, halte ich persönlich, also meiner Meinung nach, zumindest komplett verkehrt. Ja. Ja, und von daher glaube ich halt, weiß ich nicht, ob man da ein sinnvolles Signal halt kriegen kann. Also ich kann sagen, meine ATR, die steht auf 3 im 5-Minuten-Chart. Das heißt, ich möchte gerne wissen, wie die letzten 15 Minuten, welche Schwankungen die halt hingelegt haben, um einfach zu überlegen, was ich da für einen Stop verwenden könnte. Aber alles andere, da bin ich raus. Also da habe ich keine Idee dazu. Aber wie gesagt, ist ja auch nur meine Meinung. Ja, also ich habe da mal, ich hatte das auch hier, glaube ich mal, der Handel im Sommerloch ist ja schon etwas länger her, da hatte ich das mit der ATR
glaube ich, erklärt gehabt, wie ich das nutze, dieses Tool. Ich kann euch mal auf diese Folie schicken. Auch habe ich mit euch ja, die Folie, wo ist er? Handeln im Sommerloch. Nee, ist hier irgendwie doch nicht dabei. Ah, doch, hier. Genau. Folie. Kann ich dir jetzt anzeigen lassen? Wahrscheinlich beenden wir. So. Aber wie gesagt, also am Ende muss da jeder sozusagen seine Meinung dazu finden. Ja, also hier sieht man es, Schwankungspreise mit der ATR messen und das ist jetzt zwar hier eine größere Einheit, aber so kann man halt schon mal gucken, wie man das dann halt dort misst, ja, welche, ja, dass man einfach unterschiedliche Stops halt braucht. Ja, hier ist die ATR 10, 25 und das höchste sind 50 und hier ist es so, ist die ATR geht die hoch bis 100 oder bis 150 Punkte und das zeigt halt einfach, dass man dort entsprechend seine Stops anhand der Volatilität anpassen muss. Das war sozusagen, das wäre dann genau das Thema hier. Ja. Gut, dann ja, vielleicht noch als kleines Schmankerl noch möchte ich euch das gerne noch mitgeben. Das war hier, also hier seht ihr nochmal, wenn das Handeln im Mikro Nasdaq Future ist schon extrem anspruchsvoll, vor allem hier im Live-Handel, denn ich habe hier mal als Beispiel von dem, ich glaube, ja, steht ja da, der 3.3. war was für ein Tag? Letzte Woche Donnerstag, nee, Mittwoch, sorry, letzte Woche Mittwoch. Da seht ihr mal ein paar Trades, die ich gemacht habe. Und ihr seht da auch, markiert mal die Haltedauer von den Trades. Ja, da ganz links einer mit 38 Sekunden, dann der grün markierte Trade mit 10 bis 13 Sekunden und im gelb markierten Bereich, da sind die Trades 18 Sekunden Haltedauer. Klar, in einem toten Chart sieht das immer etwas ja, easy aus, ja, aber wenn man sieht, wie der Markt da halt flackert, ist das schon brutal. Müssen wir mal gucken, was heute bei rauskommt. Es gab ja vorhin Verbraucherpreise und die haben, ja, das ist natürlich jetzt für den Nasdaq ein gefundenes Fressen, um da durch die Decke zu gehen. Und da müssen wir halt mal gucken, ob wir da irgendwie ein paar Trades halt finden. Ja, und genau. Die 1, 2, 3 Umkehrformation, ja, wie gesagt, also am Ende der Versuchung eines starken Trends, über die Frage gerade kam, nutze ich sie oder dann halt auch als Trendbestätigung. Also genutzt habe ich sie, ich kann es euch mal zeigen, gestern. Der Dirk hat ja gestern Live-Trading gemacht und da war ich dabei und ich habe mit ihm eine Position gehandelt. An der Stelle nochmal, weil ich ihn gelobt habe, kann eigentlich den Doc ja auch immer nur zurückloben. Ja. So, dann zeige ich euch mal, ich speichere ja mal alles ab. Das ist vielleicht auch eine Idee, ne, sich jegliche Situationen abzuspeichern, sich eine Art Bibliothek selber anzulegen. Ja, und dann solche Sachen griffparat haben, denn wir Menschen sind ja doch durchaus sehr visuelle Wesen und da ist es schon ganz gut. Hier seht ihr mal, habe ich den Trade von gestern. Ja, da seht ihr das 1, 2, 3 als Fortsetzungsformation halt genutzt. Ja, jetzt kann jemand sagen, ja, da gibt es aber auch 1, 2, 3 als Umkehrformation, die halt nicht aufgegangen sind. Wie gesagt, das kam mir gestern so in den Sinn. Dachte ich, oh, das ist aber cool, wenn der jetzt das Tief da nicht mehr anläuft, was ich da grau markiert hatte, dann haben wir einen punktgenauen Abpraller am 23er FIBO und das ist doch für mich auch passend. Ich glaube, der Dirk war vorher schon long und ich habe dann den Long da gemacht, habe dann aber nur mit dem Rest meiner Position dann den Trade jetzt da noch durchlaufen lassen. Ja, wie gesagt, ich bin da eigentlich 70 Punkte vorne und ihr seht hier bei Buy, da steht ja plus 16 Punkte drin, das heißt, das ist nur noch ein kleiner Rest der Positionsgröße gewesen, die ich dann da einfach über den Stale Trader verwalten lassen. Ja. Und mein BE, seht ihr ja auch, ist unterhalb
der Range dann schon gewesen. Ja. Gut, das soweit dazu. Wer gerne möchte, ich habe hier noch einen Code für euch, wenn ihr den eingibt, bis Freitag und euch interessiert vielleicht das Thema Skype Trading, gibt es den Grundkurs Skype Trading, wo ich halt genauso vorgehe. Das heißt also, man lernt erstmal das Thema Börse an sich kennen, also Order in der Kasse, Order im Future, die Akteure, wie deine Order abgewickelt wird, wie das typischerweise ausschaut. Wenn wir welche Akteure identifizieren und welche Setups dazu nutze ich, das sind in Summe 5 Setups Schritt für Schritt, 2 noch oben drauf, die rein technischer Natur sind, also das Trading nach außen Candles und nach einfachen EMA-Setups, was halt unter Hinzunahme der ATR, also bei einer gewissen Volatilität nur funktioniert. Und dann geht es halt über das Ganze ins Trade Money Management und am Ende kommt noch so ein bisschen Trading Psychologie, Ausblick und die ganzen Aufgaben, die man drumherum noch zu tun hat. Also in Summe sind es, glaube ich, 26 Stunden Ausbildung und Live Trading ist mit dabei. Noch 4 Stunden oder so in der Art. Könnt ihr ja gucken auf der Seite einkommenstrading.de, findet ihr dann das Ganze. Genau. Gut, das soweit mal mein Teil. Wenn ihr natürlich das Ganze mit über FX Flat macht für Neukunden, gibt es noch ein Erstgespräch und die erste Stunde Coaching, sofern sich ein Coaching ergibt. Bei vielen, ich habe jetzt mit vielen in letzter Zeit telefoniert für so ein Erstgespräch, aber dann auch festgestellt, okay, Coaching wäre jetzt nicht die richtige, wäre ich nicht der richtige Ansprechpartner, das muss ja nicht sein. Dann kann man halt nochmal telefonieren oder was auch immer. Also am Ende hat es oftmals den Leuten schon gefallen, wenn man so mal eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde mal telefoniert und das dann einfach dieses Angebot halt nutzt. Also das könnt ihr natürlich auch gerne nutzen. Gut. Gut, dann gehen wir mal rüber an die Märkte. Die haben wir jetzt schon offen. Zum Beispiel eine meiner Regeln ist, ich handle ganz selten, wirklich äußerst selten die erste Minute. Das wäre heute vielleicht mal der Fall, die erste Minute zu handeln. Bei so einer starken Bewegung nehme ich vorneweg, handle ich gerne in der ersten 5 Minuten Kerze gerne einen Short. Ja, das mache ich eigentlich ganz gerne. Wenn der Markt sich sehr weit bewegt und wir haben uns ja jetzt hier im Nasdaq vom Tief aus 250, 246 Punkte nach oben bewegt. Oh, schon deutliche Bewegung. Ja. Gut, dass ich gerne den Short handel, vielleicht, ich glaube, das Bild habe ich auch. Habe ja alles. Immer alles abgespeichert. So, hier ist mal, das ist, glaube, das waren jetzt, das ist die erste 5-Minuten-Kerze, die ich am Montag gescalpt habe. Ja, das war Montag. Da seht ihr das auch vorbörslich, starke Aufwärtsbewegung. Ja, von 12.460 bis 12.660, erste 5-Minuten-Kerze, erstmal Ballermann nach unten. Kann man natürlich nur handeln, wenn man den Markt als solches so ein bisschen kennt. Ich habe nur gesehen, okay, die Apple-Aktie hier unten kommt ein bisschen schwächer rein und dann direkt den Short. Ja, 70 mal 2, könnt ihr ja rechnen, kommt das raus. Das ist sogar netto, ja. 70 Punkte mal 2 Dollar, 2 Euro, ja, ganz grob. Fast 1,1 kann man es ja rechnen. Gut, ja, das war genau Montag, ja. Und das wäre für heute jetzt durchaus eine Möglichkeit gewesen, nämlich hier beginnt der Handel. Wir sind sehr gut gelaufen, vorbörslich, ne, und das passt hier eigentlich so die erste Minute. Vom Aufbau meines Trading Desk habe ich ja auch schon mal einiges gesagt. Also das heißt, ich habe es jetzt mal hier so angeordnet. Am Ende könnt ihr euch das ja anordnen, wie ihr das wollt. Ich selber habe halt gerne die Kasse mit drinne. Das heißt, die Top 6 Werte. Und hier kann man, hier ist so, sagen wir, ein Überblickschart. Das sind 15 Minuten, dann kann man auch in die Stunde drüber gehen und kann sich dann das hier Ganze mal anzeigen lassen. Wo stehen wir denn jetzt überhaupt? Und ja, jetzt muss ich hier wahrscheinlich erstmal meine Analyse hier neu machen. Ja, weil das ist jetzt ja doch schon richtig hoch hier. Da ist jetzt die Frage, wo ist, da könnte denn der nächste Halt sein? Ja, am Ende wahrscheinlich ja 13.000 waren wir sogar ja schon gewesen. Holy shit. Ja, okay, jetzt kommen wir zumindest in der Eröffnung erstmal vom Hoch aus runter. Man muss ja auch sehen, wenn man so sieht, der Nasdaq hat ja
wenn man das so will, hier bei 12.787 geschlossen. Rein in der Kasse gesehen ist er jetzt ja erst hier oben. Also das heißt, wir haben ja jetzt hier noch ein Gap. Mal gucken, ob wir hier noch das Tageshoch von gestern antesten und vielleicht findet man dann ja nochmal Käufer. Ansonsten, wenn sie jetzt das da abverkaufen, da müssen wir mal gucken, was dann dabei rauskommt. Also die Frage ist ja auch hier, ja, wenn wir uns jetzt mal das Ganze, ich mache das hier mal aus. Die Frage wird ja sein, jetzt sehen wir das Ganze hier so, ist jetzt der Abwärtstrend beendet hier im Nasdaq und hat er eher Potenzial, jetzt weiter nach oben zu gehen? Ja, wenn wir uns das hier vielleicht mal so anschauen, das Ganze, ja, also ja, wir haben ja jetzt hier, ist ja offensichtlich, hoffe ich, ihr seht da mit mir das genauso, also hier ist der Abwärtstrend, ja, aber hier auch mit diesem Hickhack, ja, neues Tief, neues Hoch und immer hin und her, dann nochmal ordentlich Bewegung, dann wieder deutliche Korrektur, fast bis zu diesen Hochs, dann jetzt hier der Abverkauf, dann wieder hier Hickhack, Hickhack, gestern Ballermann auf der Oberseite, deutlich nach oben. Und jetzt ist nun die Frage, sehen wir jetzt hier aus dieser Konsolidierung heraus, dass der Markt jetzt diesen hier macht? Oder sehen wir, dass wir hier unter diesen Hochs, dass so eine Art Fehlausbruch gesehen haben? Also der Ausbruch wird am Ende nicht bestätigt und der Markt fällt dann wieder hier in sich zusammen. Könnte ja auch eine Möglichkeit sein. Ja? Und von daher, aber prinzipiell wäre ich jetzt erstmal long in Richtung Tageshoch von gestern, dass man halt guckt, falls der Markt da wegkommt, ob man da vielleicht reinkommt. Wenn der Markt halt nicht mehr hochläuft zur Richtung 13.000, dann darf er halt auch gerne abverkaufen. Ja. Genau, und ja, das, da bin ich jetzt mal gespannt. Da müssen wir halt mal gucken, ob wir da eine Struktur finden, aber dazu kann ich euch dann noch einiges sagen. Man sieht hier schon mal die Apple-Aktie, die hier so ein bisschen nach unten kommt, die Tesla-Aktie, die haben für mich wieder mal den Vogel abgeschossen. Hier, schaut euch mal gestern die Tesla-Aktie an. 20% plus gezogen wie eine Eisenbahn, wenn man dagegen Short handelt, gute Nacht. Ja. Klar, die anderen Tage davor hat es halt geklappt, aber ihr seht halt auch hier ziemlicher Spike auf der Oberseite. Hier mal gucken, wenn sie unter der 700er Marke handeln, dann wird es vielleicht nochmal interessant für doch nochmal Short. Also die verkaufen ja auch recht hohe Action zur Eröffnung. Ja, da war gestern bei Weitem, seht ihr gestern die Eröffnung relativ wenig los. Ja, aber das ist halt alles, was so ein bisschen den Markt halt doch beeinflusst. Ne? Und da gucke ich halt drauf. So, es geht jetzt nicht darum, jede Aktie einzeln zu analysieren, aber es geht darum zu sehen, okay, also der Big Player mit 11% Apple, die zieht es erstmal nach unten und da muss man halt dann gucken, ob man hier auf der Unterseite vielleicht dann doch auch die Shorts nehmen kann. Ne? So, jetzt sind wir gleich am Tageshoch von gestern dran. Also ich lasse jetzt mal das hier ein bisschen pendeln. Genau. So, dann hole ich mir mal noch die Fragen her. Tesla? Nee, um Gottes Willen. So, jetzt gucken wir hier mal, also von der ATR her, also von der Schwankung so. Ich habe jetzt hier mal noch für euch einen Chart mitgebracht. Also ich schaue halt gerne hier in so einen Tick-Chart rein. Und ich habe das mal, weil ich das für jemanden gemacht habe, das ummantelt und zwar. Normalerweise, das kann man auch ausfüllen, dass dahinter, also die Vierecke, das ist der 5-Minuten-Chart. Ja, also wenn ihr jetzt hier seht, ich zeichne euch das mal hier kurz ein, das hier ist sozusagen der 5-Minuten-Chart, das rote hier, diese 5-Minuten-Kerze, so. Das ist der Namensgeber von meinem Box-Setup. Und wenn ihr euch mal anschaut, wie diese 5-Minuten-Kerze halt in Summe gehandelt wird, also wie viel Meter der Markt hier macht, also der Markt fällt, steigt, fällt tiefer, steigt wieder, steigt übers letzte Hoch drüber, bis an den Eröffnungskurs der Kerze, um dann halt bis zum Ende der 5-Minuten-Kerze wieder auf den Tief zu fallen. Und wir reden ja hier immerhin, das sind hier ca. 12.970 und das sind hier 12.920, also 50 Punkte, die der Markt halt runter geht, wieder hoch geht und wieder runter geht. Also das sind ja in Strecke gesehen, oder sagen wir mal hier, das sind 40 Punkte runter, 40 Punkte hoch, das haben wir schon 80, nochmal 40 runter, das sind 120 Punkte, die der Markt hier abspiked in einer 5-Minuten-Kerze. Und da sieht man mal, was da auch an Wohlerheit möglich ist und was da an Strecke in so einer 5-Minuten-Kerze drin ist. Und da muss man halt auch aufpassen beim Nasdaq, dass man da dann nicht
auf die Mütze bekommt. Ne? Ja, gut. Also, jetzt sind wir hier wieder zurück auf Anfang. Also von oben aus doch ganz gut zurückgelaufen. Ganz ehrlich, meine Haltedauer, wie gesagt, ist meistens unter einer Minute. Ich schaffe es eher selten, eine 5-Minuten-Kerze komplett zu erhalten. Das ist für mich eher Ausnahme. So, ja, jetzt fehlt mir natürlich die Struktur einfach. Also, was habe ich? Vielleicht mal meine Gedanken dazu, damit ihr mir folgen könnt. Also, wir sehen ja jetzt hier ganz klar den Aufwärtstrend. So, der ging bis hier und endet halt einfach und jetzt fällt der Markt hier runter. So, jetzt ist halt, jetzt haben wir hier unterliegend im 1-Minuten-Chart so diesen Abverkauf. Ja, was ich jetzt überlege ist, kann ich jetzt diese Short-Seite hier, also die ich objektiv im 1-Minuten-Chart sehe, halt noch weiter handeln? Oder sollte ich jetzt schon vorausschauend vielleicht mir einen Unterstützungsbereich suchen, zu gucken, okay, da könnte der Markt vielleicht anhalten, nur als Beispiel, weiß ja nicht, wo er anhält. So, und jetzt komm und sollte mal gucken, ob ich vielleicht hier unten irgendwo Longs kriege, wenn der Markt hier irgendwie Umkehrformation macht. Was ist das Problem? Problem gibt es als solches jetzt nicht, aber das sieht natürlich dann auch immer doof aus, wenn der Markt jetzt von diesem Punkt hier aus halt einfach durchfällt, durch die Unterstützung halt durchfällt und ich bekomme vielleicht gar kein Signal, gar kein Entry, gar kein Signal, um auch einen Long Trade zu eröffnen, der fällt durch, klar, dann kann man sagen, gut, hättest du auch weiter den Short handeln können. Oder ich warte halt das ganze Webinar da drauf für einen Einstieg. Ne? So, und da kommt es jetzt drauf an, welche Seite man denn da bevorzugt und ganz klar, mit so einer Struktur, wie wir es jetzt gerade haben, kann ich immer selten was anfangen mit nur hoch und nur runter. Ja, ihr seht das ja hier auch im Chart. Ja, der Markt ist einfach hier 1, 2, 3, 4, 5, eine 5 Minuten, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kerzen nur gestiegen. Jetzt fällt er hier, kann ich nichts mit anfangen. Kann ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich keinen Plan, was der Markt hier macht. Ja, und was kann ich jetzt machen? Abwarten und Tee trinken, Kaffee meine ich. So. Ja, da müssen wir gucken. Da kann ich vielleicht hier in so einem Tick-Chart vielleicht nochmal ein Signal, also ein Trendsignal oder so generieren. Das heißt, auch so eine 1-2-3-Formation wäre ja jetzt hier schon im Tick-Chart getriggert. Ne? Aber im Tick-Chart ist natürlich sowas äußerst fragil, sowas ja auch. Ja. Gut, das heißt für mich erstmal abwarten, habe ich gerade keinen Plan, was die wollen. Da bin ich so ein bisschen, wahrscheinlich wissen sie es selber nicht. So, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne noch stellen. Ja, und ich gucke jetzt mal, für welche Seite sich der Markt hier entscheidet. Ja. Was mache ich mal? Ich kann euch ja mal hier die Links noch geben. Also einmal den Link für die Einkommenstrading-Seite mit dem Code. Und wie gesagt, die Partnerseite von FX Flat. Gerne scaletrading.de. Wenn er dort auf Partner geht, da kommt er hier auf die FX Flat Seite. Zack. Kopiere ich das euch nochmal rein. Genau. So. Was durchaus funktioniert im Nasdaq ist, ihr seht hier immer diese großen Orders. Normalerweise könnte man hier mal schon mal gucken, ob der die rausnimmt. Jetzt. Die Vola ist halt so hoch, da ist man halt viel am Scrollen, ja. So. Drüber gehandelt, mal gucken, ob er weitergeht. Erste Minute, mal sehen. Also wie gesagt, ehrlich, ich habe ja keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die hinwollen, ja. Also war das jetzt der Rücksetzer und geht jetzt von dem aus wieder weg? Also die Limit Order hat er schön überrannt. Das sind jetzt schon wieder 70 Punkte. Oh, holy shit, ey. Warte mal schon. Ja. Das Symbol ist, da oben seht ihr das, MNQ, das ist der Mikro. Das heißt, jeder Punkt sind 2 Dollar und der große, der NQ, H21, da ist jeder Punkt 20 Dollar. Also wenn der Markt 50 Punkte läuft, sind 1.000 Dollar plus oder minus. Also da bitte aufpassen. Ja. Also
sich vorher auch informieren, wie die Wertigkeiten sind und ob man das überhaupt handeln kann. Mittlerweile habt ihr aber auch die Möglichkeit, den als Test, das gab es bis jetzt nicht, genau, neu, das ist, da hätte ich mal gleich mal als News mit einbauen sollen, ihr könnt nämlich den Nasdaq auch mittlerweile mit 0,1 CFDs handeln, um einfach mal ein Gefühl zu bekommen für die Volatilität, was da möglich ist. Das kann man ja dann hochrechnen auf ein oder zwei CFDs. Ja. Also wie gesagt, wenn man es im Future handelt, ist es immer das Gleiche, wie wenn man zwei CFDs handelt. Ja. Was man halt im Future, aber das halt auch gefährlich halt umgeht, sind halt diese 30% Hebel, ja, weil im Future man nur die Margin halt braucht. So, ich bin ganz ehrlich planlos. Eigentlich müsste ich long gehen, innerhalb jetzt hier dieser Strecke. Aber ich kriege ja Zeit. Muss man mal gucken. Ah ja, vielleicht weiß der Wolfgang das. Und zwar habe ich hier eine Frage, Wolfgang. Und zwar geht es darum, wenn man im Stereo Trader, ob man irgendwo die Möglichkeit hat, die offenen Orders in unterschiedlichen Instrumenten halt auch zu sehen, weil wenn ich ja das normal öffne, dann habe ich ja im Handelsterminal normalerweise unter Pending Orders sieht man ja die Orders, die sind ja aber so im Terminal nicht sichtbar vom Stereo Trader. Gibt es die irgendwo? Nee, die kann man nur sehen, wenn die übertragen werden an den Broker. Ja, genau, habe ich mir auch gesagt. Ja. Also müsste also die Funktion MIT, also Market-Touch-Funktion, deaktivieren. Ja. Und dann ist die Position beim Broker, hat dann auch natürlich auch den Vorteil, dass die ausgeführt wird, wenn er nicht online ist. Genau, ja, so habe ich es auch erklärt. Ja. Aber also sieht man die im Handelsterminal? Das wäre halt so eine. Also unten hier im Terminal Im MT4-Terminal oder MT5-Terminal. Ja. Ja, okay, alles klar, gut. Ja. Okay. Ja? Gut. Ja, so habe ich es auch erklärt, da lag ich da richtig. Du bist absolut. Absolut. Der Mann bist dafür, da Sicherheit geht vor. Okay. Ja. Gut, also jetzt kurz der fiese Dip hier runter. Also ganz ehrlich, die Struktur gefällt mir nicht. Guckt euch mal die eine Minute an. Also innerhalb einer Minute 18 Punkte runter und vom Tief aus 18 Punkte hoch, also vom Tief aus 30 Punkte wieder hoch. Und wieder runter. Das sind Strecken hier. Also die Frage ist halt immer noch, ist es halt hier jetzt ein Trend? Also wird, da ich, wie gesagt, stehe da auch genauso davor, wird es jetzt der Trend nach oben wieder in Richtung 12.967 oder bricht der jetzt halt vorher ab? Ne? Ja, aber ich, dadurch, dass es hier im Future Handel kein Demo gibt, auch wenn ich im Demo, ist für mich ist am Ende egal, ob jetzt eine Demo oder nicht, ich würde, wenn ich kein Setup habe, auch nicht im Demo einfach klicken, um zu sagen, ich gucke mal, was passiert. Da tue ich mich auch ganz schwer. Ich handle ja auch bei anderen Brokern und da war es letztens auch so gewesen, da habe ich auch gedacht, eigentlich könnte ich ja mal einfach reinklicken, mal gucken, was draus passiert, weil ich glaube, dieses oder jenes. Und selbst da habe ich es nicht geschafft, den Mauszeiger, also die linke Maustaste durchzudrücken, weil es eigentlich mir widerstrebt. Ja, also ich sage jetzt mal einem Pilot, der in einem Flugsimulator sitzt, ja, und der sagt auch nicht, ach, ich fahre einfach mal, weiß nicht, bei voller Flughöhe das Fahrwerk auf, um mal zu gucken, was passiert. Weißt du? Ich meine, klar, kann man machen, macht man keinen Schaden, ja, aber ist, glaube ich, auch nicht förderlich. Ja. So, also, wie gesagt, normalerweise sieht es jetzt so ein bisschen danach aus, dass wir hier versuchen, das letzte Hoch anzulaufen, aber wir sehen schon ein ziemlicher Affenzahn und da jetzt reinzukommen, irgendwie bin ich da nicht, gerade nicht richtig gesattelt. Oh ja, Buja. Ah, geht ordentlich. Ja. Also der Long, also eine Möglichkeit hier reinzukommen, gäbe es über den Außenstab, dadurch, dass die Kerze hier unter diesen Außenstab im 1-Minuten-Chart gefallen ist und darüber geschlossen hat, wäre durchaus der Long hier möglich und
ja, in der ersten Minute der neuen 5-Minuten-Kehrzeit hat er das auch gemacht, ja, aber trotzdem kann ich irgendwie mit der Struktur gerade so gar nichts anfangen. Also prinzipiell ist er ja bis aufs Tageshoch vom Vortag draufgelaufen, der Nasdaq, so ziemlich, ja, hier draufgelaufen und läuft jetzt davon weg. So. Die Volatilität in den Kerzen sind mir halt, wie gesagt, mit 40 Punkten, das sind $80 pro Kontrakt, recht hoch, und da jetzt ein Setup zu finden, was meinen Risikoparametern entspricht, habe ich nicht, weil wenn ich mit 3 Kontrakten handle, dann sind so halt unter Umständen so $300, die ich da riskiere, wo ich jetzt gerade keine Lust drauf habe. So. Gut, vielleicht für andere Leute, die es nicht ganz so gut sehen, ich mache es mal hier 5 Minuten Chart Only an. Ja. Also hier wäre sogar, ja, aber auch da 65 Punkte Stop. Puh. Weiß jetzt auch nicht. Also hier ist es. Vortag ist hoch, ja, ganz knapp verfehlt. Hier ist das Vortag ist hoch, ja. Ja, aber und für einen Einstieg im Trend habe ich es halt verpasst. So einfach ist es. Ja. Mal gucken, ob wir einen Schlusskurs hier drüber bekommen. Da hat er ja vorhin so gehangen. Also da müssen wir jetzt mal drüber gehen. Da haben wir ja etliche Minuten da so gehangen. Das wäre jetzt mal was. Aber wenn das gelingt, wenn nicht, dann hätten wir hier oben zumindest jemanden sitzen, der da so ein bisschen die Hand aufhält. Oder auch nicht. Ne? Also volle Stunde, einmal 100 Punkte runter und jetzt zum Ende der Stunde, ihr seht das oben links, sieht es ja ganz gut aus. Einige Aktien sind da jetzt auch ganz gut dabei. Amazon, die ist durch das Tageshoch von gestern auch deutlich. Naja, haben wir verpasst. Im Nasdaq nachzuspringen ist, kann unter Umständen tödlich sein. Nicht wortwörtlich jetzt, aber ja, ist halt schwer da reinzukommen. Ne? Also wenn man das jetzt einfach so sieht. Ja, und das allein, wenn man das zumindest mal für sich so eruiert, dass man jetzt sagt, vielleicht habe ich das in letzter Zeit ja auch immer mal auf unterschiedlichen Seiten gepostet, dass mir hier durchaus, also das sieht hier ganz gut aus, diese Außenkerze hier, ja, die halt hier unterschritten wurde, hier unten, klar, das sehe ich ja jetzt, aber wenn sowas jetzt noch öfters vorkommt, als Beispiel irgendwo hier nochmal, dass der Markt durch so eine Außenkerze fällt, die abholt und dann doch wieder steigt, ja, da kann man dann schon mal auch einen Fokus drauf legen oder dass allein nach einer Minute, die runterfällt, der Markt direkt so kauft. Da kann man auch ein Auge drauf legen und versuchen, dann solches als Einstiegsmöglichkeiten zu nutzen. Ja. So, jetzt gucken wir mal. So, ich mache mal hier wieder mein X-Frame an. So. So, also rein vom Dings-Chart, vom Tick-Chart her wäre jetzt die 54,55 als möglicher Long-Trigger und dass dann mit neuer 5-Minuten-Kerze der Markt dann höher geht, aber selbst da. So, mal gucken. Also wenn ich hier noch einen Long eingehen sollte, dann irgendwie so Richtung 12,79, vielleicht mit neuer 5-Minuten-Kerze. 12,954, wahrscheinlich komme ich nicht dazu. Ich glaube, ich werde keinen Trade machen. Es sieht mir schon so aus, dass wir das Hoch jetzt nochmal anlaufen, aber ist so nah an dem Hoch und in dem Bereich, wo vorne auch so gehandelt würde. Also das wäre jetzt so ein Trade, den ich mir so rausquälen würde. So, Hauptsache, ich habe einen Trade fürs Webinar gemacht. Aber ganz ehrlich, also ich kann euch mal meine Gedanken wären so, wenn ich das sehe, da würde ich, ja, was anderes machen. Ganz offensichtlich. Aber nicht handeln. Also, weil ich es verpasst habe. Und ich kenne mich halt auch, wenn ich jetzt am Markt dranbleibe, in einer Situation, wo ich eigentlich nicht handeln möchte, dann finde ich auf alle Fälle einen Grund, handeln zu dürfen. Also, die Legitimation, handeln zu dürfen, die findet man schon. Und wahrscheinlich
Keine Ahnung, würde ich den Trade jetzt hier nehmen, da an der 55 und vielleicht, klar, es könnte jetzt der Long Trade halt werden, der es genau wert ist, genommen zu werden. Aber es kann halt genau der sein, den man sich dann halt unbedingt wünscht, dann machen möchte und dann geht es halt in die Hose und dann kommt da halt die Korrektur und der Markt fällt dann halt 30 Punkte. Ne? Vielleicht war es jetzt genau. Also hier oben im Tickchart, das ist ja ein sehr, sehr feingliedriges Bild. Und da seht ihr jetzt hier, da hat er das jetzt relativ gut angehandelt, ne? Also auf den Tick. Also wenn da ein Käufer sitzt, dann lässt er den Markt auch wahrscheinlich nicht wirklich darunter plumpsen und dann muss er jetzt nur noch aus der Range oben raus. Und oh, ich sehe es hier unten gerade. Interessant ist auch hier, dass die Verkäufer doch ziemlich hoch sind hier unten, die Linien darunter. Und ja. Also, der Plop auf der Oberseite wäre auf alle Fälle der für ein bisschen Schmerz sorgen würde, um diese Shorts, die hier jetzt drin sind, nach oben hin rauszupressen. Ja, das wäre auf alle Fälle was. Wenn das Delta hier unten, was hier drin ist, steigt und also jetzt wirklich deutlich steigen sollte und wir schaffen es nicht oben raus, dann wäre nach einem Ausbruchsversuch auf der Oberseite denn die Shortseite interessant. Dann mal gucken, ob der das hier hält. Naja. Also wenn ich den Trade gemacht hätte, wäre ich jetzt mit einem Punkt raus oder einem Tick. Ne? Also da wäre am Ende jetzt nichts bei rumgekommen. Ja, gut. Und die Apple-Aktie hat einen Shooting-Star gebildet und dreht wieder auf links. So sieht die Kasse aus jetzt gerade. Tesla am Hoch gescheitert, die Apple-Aktie hier gescheitert. Ja, und jetzt bügeln die das auf links. Gerade eben noch gesagt, ne? Also gerade als die. Ja. Und da ist der lange Ausstopper. Ja, da hätte es mich jetzt schön rasiert. Ne? Also, wenn ich hier nicht rausgegangen wäre auf der 55 mit dem Entry, hätte es mich jetzt hier mit 30 Punkten oder $60 rasiert. Ja. Wie gesagt, ich hab's schon so im Gefühl. Aber. Drauf mal achten, falls der Nasdaq jetzt sich hier dieses Level trotzdem halten kann, die nächsten ein, zwei Minuten, wäre es immer noch für den Stunden-Close durchaus und gut und neuer Stunde. Also wenn die 5-Minuten-Kerze oberhalb der 35 schließt, wäre es immer noch okay für den Long. Ansonsten lasst das Ding halt nach unten fallen. Dann wäre auf alle Fälle optional wieder bis zur 72 runter. Ja, und ihr seht halt auch ich brauche halt eine gewisse Struktur, also eine gewisse Art der Bewegung, die mir passend erscheint, um da drinnen auch handeln zu können. Ja. Also das ist jetzt immer noch, das könnte ich jetzt, wenn jetzt wie gesagt, die 35 ganz grob halten, das kann man jetzt nicht auf den Punkt sehen und es darf halt auch mal 10 Punkte kurz durchgehen, aber wieder hoch, dann wäre das immer noch tendenziell dafür möglich, dass wir trotzdem nochmal oben raus sweepen, also rausgehen. Kasse sieht zwar jetzt noch nicht danach aus. Ja. Und ihr seht halt auch, man muss sich halt schnell drehen und wenden. Man könnte das Ganze ja auch so sehen als Range mittlerweile. Ja. Das heißt, man könnte ja sagen, okay, das hier oben ist der Widerstandsbereich, das hier ist der Unterstützungsbereich. So, und der pendelt jetzt von da oben darunter. Das wäre auch noch eine Option. Aber man hat ja auch Zeit. Ne? Also wie gesagt, am Ende geht es ja nicht darum, das Handelnswillen zu handeln, sondern da zu gucken, wo ich eine Struktur habe, die ich kenne, ja, die ich kenne, die passende ist. Oh, jetzt kommt hier richtig. Guck mal hier. Ja, ich mache euch mal das kurz mal mit der Kasse hier an, um einfach vielleicht hier auch nochmal zu sehen. Macht das jetzt neue Stunde, ne? Und jetzt auch mal zu sehen, vielleicht, wie die Einzelwerte hier so ein bisschen reagieren. Und wie dann sozusagen der Future darauf reagiert. Vielleicht auch nochmal ganz interessant. Das hier mal zu sehen. Aber wie gesagt, ich habe da. Und jetzt so mittendrin in der Range mache ich sowieso nichts. Ne? So, machen wir es mal so. Gut, ich glaube, hier gab es noch die ein oder andere Frage. Der Gutscheincode. Ah ja, der war nur. Ach, den kann ich ja immer geben. B2MS. B2MS 2021 müsste das sein. Gut. Ja, Apple-Aktie wieder gut Gas auf der Unterseite. Seht das? Ja.
Box-Setup wäre jetzt hier fast fällig, aber ich traue mich nicht. Keine Ahnung, mir ist das hier gerade zu tricky. Also zu schnell für. Also das Box-Setup, der Entry wäre erst bei der 29, davon abgesehen. Und es dürfte jetzt auch nicht tiefer gehen. Also, wenn man so will, Facebook am Tageshoch von gestern gescheitert. Google am Tageshoch von gestern bis jetzt gescheitert. Ja, gut, Tesla ist halt weg. Und hier ist immer auch wieder Amazon unterm Tageshoch von gestern. Ja? Also da kann man sich schon mal überlegen, ist das jetzt noch gut für Long? Ja, klar ist, wenn die weiterfallen, dann sollte der Unterstützungsbereich reinlaufen und dann könnte man ja auch überlegen, ob man hier vielleicht in dem Unterstützungsbereich dann nochmal Long sucht, falls denn dort die Werte am Tief halt sind und dann der Markt halt steigt. So, das ist so gerade meine Gedankenwelt. Also den Tickchart, das ist eine ganz andere Software, das ist der Ninja Trader hier. Das hat nichts mit. Aber den habe ich schon seit dem Jahr 2001, den Ninja. Nee, 2006 habe ich den Ninja Trader. Oh. Der Dirk hat es noch nicht ganz geschafft, dass ich den nicht mehr nutze. Mal gesagt, du handelst im Stereo Trader. So, ich baue dir das, ich baue dir dieses Scalp Terminal, also das Terminal, was ihr da oben seht, das ist ja auf meinen Mist gewachsen damals. Der wollte unbedingt, dass ich dort handle. Mit dem Stereo Trader. Aber ich muss ja sagen, ich handle ja auch mit dem Stereo Trader. Aber es ist halt ja immer noch so, dass ich ja doch den als Analyse mitlaufen habe. Gut, also Unterstützungsbereich reingeditscht und direkt abgeprallt an der 12.900 runde Marke, auch im Nasdaq gern genommene Marke, nicht immer, aber ab und zu. Ja, also vor allem auch so per 5-Minuten-Close ist das schon immer mal so, wo man drauf achten kann, runde Marke. Ne? Amis, also Dow nimmt ja auch gerne mal runde Marke her. Ja, ich habe gerade keine Idee, ganz ehrlich. Bin gerade ideenlos. Also mir gefällt auch die Struktur der 1-Minuten-Kerzen irgendwie nicht. Das ist halt nur Ballerei gerade. Ja, 30 Punkte hoch, wieder runter. Da kann mich gerade nicht entscheiden, ganz ehrlich. Zumal ich irgendwie das Gefühl habe, dass wenn ich einen Trade mache, dass der nicht aufgeht. Das ist ja noch döfer. Ja. Gibt es überhaupt döfer? Nee, gibt es nicht noch. So, wir gucken mal bei einem zweiten Test, wie das da ausschaut. Also, welche Funktion man hier nutzen kann, ich werde es mal gucken. Also, wenn der Markt hier nochmal runterläuft, dann nutze ich die MTO-Order, Market Trailing Stop, und lasse mich dann vielleicht unten nochmal mitnehmen. Aber da muss er halt schon nochmal an die 12.100 runter. Oder? Will er nicht. Das Maßband hier, das hier, Mauszeiger, Mittelmaus, also das Mausrad durchdrücken. Dann kann man das dann so nutzen. Dann entsteht das Fadenkreuz. Oder wenn ihr es nicht habt, da oben links habt das Fadenkreuz. Da Steuerung F, das Fadenkreuz auch, sehe ich gerade. Ja. Schade. Also jetzt war ich kurz davor, einen Long Trade zu machen. Was wollte ich machen? Ich wollte hier diese MTO-Order machen. Ich mache sie mal ganz kurz an. Diese hier. Uah. Scheiße, jetzt bin ich doch drin. Schön gezeigt. So, jetzt haben wir hier zwei Kontrakte drin. Mal gucken, wie die Minute hier schließt. Ein Trade, den ich nicht machen wollte. Ein Kontrakt ist raus. Kommt der Push. Pushy, pushy durch das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze. So. Na gut, raus. Einmal 9 und einmal 2. War ja nicht viel. Hätte hier direkt durch das Hoch, durch die 41 jetzt gleich so. Fupp. Klar, die Minute, ihr seht das ja, die 1 Minute, die ist hier noch nicht fertig, aber wenn der schon da oben steht und in der Minute wieder zurückkommt, ihr seht ja, wie die Schwankungen ist. Das sind ja hier
auch immer wieder 10 Punkte, ne? Das sind $20 plus minus, ne, pro Kontrakt. Oder $17, ne, wenn man es jetzt in Euro umrechnet, also 17 Euro meine ich. Ja, und das ist natürlich, muss man halt dann aushalten. Ne? Bei zwei Kontrakten sind es halt dann, wie gesagt, 40 plus minus. Ja, wenn der Flop hier durchkommt, durch das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze, durch die 41, dann ballert man nochmal nach oben, dann ist okay. Also wahrscheinlich muss man den Abstand hier höher wählen. Also bei der MTO Trading Stop Order ist es halt so, man drückt die Steuerung, nee, die Shift-Taste und dann die Kauforder und dann in einem Abstand, bei mir sind 2,5 Punkte eingestellt, zieht er eigentlich dann die Order vor allem. Also entweder ist man halt drinne, wenn der Markt direkt 2,5 Punkte steigt, oder aber man ist halt drinne, wenn der Markt jetzt so fällt und dann wieder ansteigt. Ja. So, jetzt geht es hier ein bisschen schneller nach oben. Also wie gesagt, das war irgendwie, wackelt mir das hier. Weiß auch nicht. Zu doll. So. Aber bis jetzt der Range-Play, aber auch das, wie gesagt, ich hätte das sowieso nicht bis da hochgehalten, ganz ehrlich. Oh, ist mir gerade zu wackelig. Aber hier ist zumindest in der Aufwärtsbewegung jetzt ein bisschen mehr Kontinuität drin. Also das Wackeln hat ein bisschen abgenommen und es ist leicht mehr Kontinuität jetzt in der Bewegung wieder drin. Wie ist der Abstand der MTO? Also die MTO-Order würde ich halt immer nach Volatilität so ein bisschen einstellen. Also bei mir schwankt die hier im Nasdaq, je nach Vola, zwischen, habt ihr im Übrigen gerade gesehen hier, die Limit-Sell-Order, die da reingestellt haben, ist der Markt kurz davor weggerannt. Also wer es im Video vielleicht mal sieht, wie da das Rote drin war, jetzt drehen sie schon wieder durch. Jetzt habe ich gerade die Frage unterbrochen, und zwar, wie stelle ich die MTO-Order ein? Also die stelle ich die im Nasdaq zwischen 2,5 bis 5 Punkte. Also letzte Woche Freitag, glaube ich, war das, wo ich gehandelt habe. Da stand die auf 5 Punkte. Ja. Ach so, hier drauf achten. Außenkerze, kurz unterschritten, wieder geholt. Ah, jetzt mal gucken, wie die Minute jetzt hier schließt. Hier, die hier. Wenn die jetzt so oben schließt, könnte man vielleicht sogar nochmal long gehen. Na, denkt dran hier, Außenkerze. Den haben wir vorhin schon entdeckt. Hat der heute schon mal geklappt? Hier Außenkerze. Da, Außenkerze. Eine Minute, zwar knapp, aber für so ein Kasse-Gedattel durchaus legitim, sowas dann ranzuziehen. So, jetzt mal gucken. Hau ja auch einer drauf. Schwuppet nach unten. Einstellen könnt ihr die MTO unter Einstellungen. Der Trader Einstellungen und dann unter Terminal hier MTO Trade Abstand 2,5. Vielleicht für jemanden, der es jetzt noch nicht gesehen hat, ich mache sie mal auf 10, nur damit man mal sieht, was die Order macht. Ja, so. Und da kann man einfach mit der Maus, also man muss dann im Chart gar nicht rumklicken. Ich mache mal jetzt Kauforder. Ich habe jetzt 10 Punkte Abstand. So, Shift-Taste drücken, die drinne, und dann seht ihr die, immer wenn der Markt runtergeht, zieht es die mit runter. Ja, und wenn der Markt jetzt nach oben schießen würde, dann nimmt er die mir mit. Wenn die Vola so hoch ist, dann vor allem an der Unterstützung, dann stelle ich die dorthin. Also man kann das ja auch als Limit Pullback, könnte man ja auch machen. Also man kann ja hier unten eine Limit Pullback machen, könnte da auch 5 Punkte Abstand machen im Nasdaq, kommt am Ende das gleiche Ergebnis raus. Wenn man jetzt aber sich nicht sicher ist, dann macht man halt die MTO-Order, wenn man es jetzt so 5 Punkte anhat, ja, und würde dann hier den Long eingeben und dann geht es kurz runter. Ups, ich will nicht rein. Und wieder hoch und dann kann man gucken. Ja, jetzt wäre man drinnen und dann stellt man TP 5 Punkte ein und dann geht es fupp, fupp. Ja, da wäre jetzt mein TP sogar schon erreicht. Ja, wenn ich jetzt das drinnen gelassen hätte, ja, jetzt sind das hier 10 Punkte, ist mein TP rein, raus. 10 Punkte sind zurzeit immer irgendwie so 16, 17 Euro. Ja, und so kann man dann bei hoher Volatilität das wegballern, dem Markt. Aber halt auch trotzdem aufpassen. Also mit System reingehen, aber jetzt drehen sie hier schon wieder durch. Da muss man schon, schon irgendwie, da brauchen wir irgendwie ein Gefühl für den Markt.
das hier ist mir irgendwie alles nicht. Also natürlich hat das eine Struktur. Wo kommt oder was macht der Markt jetzt? Jetzt hat sich die Struktur dahingehend verändert. Da muss man auf alle Fälle, also man kann das durchaus ganz gut technisch hier abhandeln. Und zwar, was wir jetzt sehen, ist das Thema, da würde ich jetzt so umschalten. Und das haben wir ja gerade heute auch erklärt, ne? Wir brauchen eine Struktur und ein Setting, was wir halt kennen. So, und klar, jetzt habe ich beim Reden aber vorhin gerade eben nicht umgedacht, warum vielleicht sogar dieser Long hier gar nicht so blöd war. Nämlich, vielleicht kennt ihr auch das Thema, ich mache mal den Chart anders. 5-Minuten-Chart. Und es gibt einen, das habe ich die vor ein paar Wochen den ganzen Tag rauf und runter gehandelt. Wo ist jetzt hier mein? Wo ist mein? Aber da muss man schon echt wirklich schnell sein. Ihr seht ja hier gerade, wie der Markt hier hin und her knallt. Ne? Also 40 Punkte hoch und wieder runter. Aber da empfiehlt sich wirklich mit Take Profit zu arbeiten. Rein, 10 Punkte mit, zack und wieder. Und man braucht Spielraum. Also ganz ehrlich, wenn ihr nur einen Kontrakt tradet, dann handelt nicht auch nicht im Mikro-Future. Ja, ich habe sonst zwischen 1 bis 2 Kontrakte immer im normalen Nasdaq gehandelt, früher. Aber jetzt bei der hohen Volatilität ist mir sogar halt ein Kontrakt zu viel, weil das sind ein Kontrakt hier auf dieser Strecke, 40 Punkte bei einem Kontrakt sind $800 plus oder minus für eine Minute halten. Und das ist mir ein bisschen zu, ganz ehrlich, zu tricky. $800, dann lieber im Mikro sind $80 und dann kann ich variieren zwischen ein Kontrakt und 10. Ja, und kann dann sagen, okay, passt nicht. Ne? So, und kann das Risiko für mich feiner definieren. So, was wollte ich jetzt machen? Ja, genau, ich wollte auf den 5-Minuten-Chart draufgehen. Und zwar habe ich das die letzten Wochen. Ist eigentlich abgedatet, aber gut. Und zwar über dem Hoch, Short unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze Long. Und das läuft jetzt so langsam, läuft der Markt hier rein. Das passiert vor allem, wenn die Kasse so seitwärts läuft. Und wenn man es jetzt hier sieht, also unter diesem Tief einer 5-Minuten-Kerze Long, unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze Long, versuchen so weit wie es geht nach oben mitzukommen, über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze Short. Das heißt jetzt nicht, dass man dort Short einfach da oben reinklickt. Also ich mache es halt immer so. So wie gerade eben das hier vorhin war, der Markt rennt hier runter, kommt hier hoch, dann der Long rein, 10 Punkte mitnehmen, wieder raus. Wenn er doch unten schließt, dann soll er es halt machen. Wenn er doch drinnen schließt, dann wieder. Der Markt rennt hier hoch, kommt hier an das Hoch der 5-Minuten-Kerze ran, dann überlegen, ob man dann in diesen Move hinein dann den Short mitnimmt, ja oder nein. Ja, und so muss man jetzt mal mit neuer 5-Minuten-Kerze gleich gucken. Ja, und kann dann da auch schauen, ob man denn da seine Trades halt nochmal macht oder nicht. Ne? So. Naja, also ist schon eigentlich hässlich. Ne? Am Ende verarbeitet der Markt halt diesen Anstieg von heute früh hier. Ja, Dreh- und Angelpunkt auch hässlich, finde ich. Mal gucken, was die neue Kerze macht. Also wenn die neue Kerze jetzt richtig runterballert, dann vielleicht nochmal der Long Trade. Am Tief dieser Range, also hier in Richtung 66, 65, also einmal abreihen und für 10 Punkte wäre vielleicht okay. So. Und geht schon hoch. Das Krasse ist, dass der Markt so schnell ist. Ne? Ich habe hier auch so ein Dom, ja, das ist echt Wahnsinn. Wenn man hier mal die Orders sehen möchte, hier, wie das hier läuft, also die sind echt irre. Ja, ein Hin- und Hergeknalle. Also da ist heute schon echt, ja.
Naja, gut, so ist es dann halt, ne? Okay. Also, hier unten, er muss jetzt so unter das Tief der 5-Minuten-Kerze gehen, dann wäre der Long nochmal möglich. Aber dann würde ich auch erst warten, bis der Markt runtergeht. Wenn er jetzt natürlich so anhält, ist natürlich doof. Ja, dann wäre es jetzt kein Trade. Aber da ist es dann so, da lasse ich dann den 5-Minuten-Chart einfach offen. Da habe ich dann gar nicht mehr den 1 Minuten offen und gucke halt. Und dann gehe ich auch nochmal höher und gucke, ob es dann im 15-Minuten-Chart, oh, das passt ja auch mit dem Tief im 5-Minuten-Kerzen. Ne? Klar, wäre jetzt schön gewesen, wenn er jetzt hier unten auf die 70 da durchgelaufen wäre und dann erst jetzt da die 30 Punkte oder 20 Punkte gestiegen wäre, wäre ein bisschen schöner gewesen. Jetzt für uns, ne? Schade. Gut, aber das hätte ich jetzt gebraucht. Ich brauche dann auf alle Fälle, dass der Markt da mal drunter geht, ja. Also da klammert man sich ja schon auch an Sachen fest, die sehr fragil einem erscheinen, aber trotzdem doch recht gut funktionieren. Aber da, dann kann ich das nicht noch so aufweichen, die Regel, ja. Gut, also wie gesagt, kein schöner Verlauf. Ich sage jetzt mal, man kann sich in so einer Range halt auch komplett fertig machen. Ja, also hier 100 Punkte hoch, runter, hoch, runter. Also da kann es einen auch schön zersägen und da sollte man auch Vorsicht walten lassen. Also das sind hier mehrfach 100-Dollar-Moves, ja, und da muss man auch, und das im Mikro-Future, und da muss man halt einfach auch aufpassen. Ja. So, ansonsten, ja, ansonsten das, was ich sonst so nutze, das war heute hier zumindest aus der Warte nicht wirklich hilfreich. Da ist er überall irgendwo stehen geblieben. Die Range. Gut, die hätte ich eigentlich erwartet, dass erstmal noch ein Ausblock auf der Oberseite kommt. Die hat er dann auf der Unterseite gebrochen. Da gab es hier die Verkaufsorder dann. Oh ja. So what? Gut. Ja, da können wir heute zumindest pünktlich Feierabend machen. Also, wie gesagt, ich hänge mich hier nicht wirklich jetzt aus dem Fenster. So, aber trotzdem, jetzt den Long für die letzte Minute ist halt ein bisschen tricky, aber wir können ja mal gucken, was mit der 9 passiert und vielleicht wird es ja dann doch noch was. Rein raus, Mickey Mouse, Overtrading in der Range, ja, genau. Das davor muss man sich halt schützen, ja. Und wie gesagt, im Nasdaq, der kann da schon brutal sein. So, jetzt gucken wir mal. Letzte Minute, also ich will jetzt in der letzten Minute den Long nicht eingehen. Ah, da war nochmal eine große Kauforder. Aber eine Minute, ja, also. Wir werden jetzt theoretisch getriggert. Wir hätten vielleicht sogar unseren TP sogar hier sogar erreicht in den letzten 30 Sekunden. Wer weiß. Also jetzt muss ich mal die MTO ja noch umstellen. Bei der Vola meist mal auf 5 hoch. Mal gucken. Man kann die auch löschen oder man kann ja auch Market klicken, geht ja auch. Ne? Aber wenn der Markt so richtig runterrotzt, da ist es eigentlich ganz gut, das da mal zu nutzen. Also Fokus hier oben über dem Hoch Short, unter dem Tief Long. Innerhalb dieser Kerze handle ich jetzt nicht. Also hier drüber Short. Und da drunter Long. Also hier, man könnte jetzt eine Limit Pullback platzieren. Boah, 100 Kontrakte weggerotzt. So, jetzt gucken wir mal.
Ja, einmal. Da funktioniert es nicht. Waren einmal 30, 34 minus. Schade. Da haben wir jetzt richtig drauf gehauen. Also wie er die 100 Kontrakte da weggenommen hat. Oh, hier, jetzt vielleicht der Abpraller am VBOB. Das wäre jetzt nochmal was. Mal gucken. Under pressure. Habe ich gerade in meinem Kopf. Ah, auf alle Fälle ordentliche Verkaufsorder drin. So, jetzt mal gucken hier am VWAP, den nochmal. Dass der hält oftmals für einen Abpraller eigentlich ganz gut. Ja, ordentlich Druck drin. Ja, also da scheint doch ordentlich Druck drin zu sein. Also auch der VWAP, der sonst eigentlich immer mal ganz gut hält, nicht gehalten. Ja, also zweimal jetzt 30 Euro minus. Naja, muss man denn so in Kauf nehmen? Also da ist jetzt der Markt doch ordentlich durchgeknallt hier auf der Unterseite, auch mit ordentlich Volumen. Wie weit das dann halt dann runtergeht, lässt sich halt schlecht sagen. Ja. Man kann natürlich die Breakouts handeln, also, aber oftmals ist es halt schon so im Nasdaq, dass der Breakout halt kommt, aber eigentlich in der Kerze halt auch immer zurückgeht. Und ihr seht jetzt hier die 5-Minuten-Kerze, die läuft halt am Stück ohne jegliche Bewegung, also Rücksetzer, ohne jegliche Bewegung, ohne jeglichen Rücksetzer und läuft jetzt hier 5 Minuten lang einfach durch. Aber wir achten mal dann drauf, ich werde noch ein Trade nochmal eingehen. Ich habe es nicht gesagt, dass ich nicht handeln wollte, ne? So, hab das wieder. Also, aber wir trotzdem in der ersten Minute ist es oftmals so, dass wenn die Kerze, ich hoffe jetzt mal am Tief schließt, jetzt macht es nicht, dass man dort noch mal einen Long versuchen kann, weil ganz oft die Kerze dann, wenn sie so tief schließt, dann immer mal genau mit neuer 5-Minuten-Kerze dann so ein plötzlicher Rücksetzer kommt. Mal gucken, ob der kommt, wenn die das jetzt noch mal hier holen und dann könnte man das hier vielleicht nochmal riskieren. Wie gesagt, sind jetzt hier in diese Tiefs hier hineingelaufen, wo die letzte Bewegung losging. Und ja, wenn es jetzt da auch dann nicht hält, na, dann soll er halt die lange Kerze halt abverkaufen. Ne? Also da habe ich jetzt auch nichts dagegen. So, jetzt warten wir das mal ab. Aber so ist es dann. Also jetzt gucken wir mal, ob der Abwärtsdruck jetzt hier weitergeht. So. Mal gucken, die erste Minute muss jetzt ja ansteigend sein und sonst ist es halt natürlich dann für derer Katz, wenn das halt fallen. Gut. Also hier hat sich jetzt die Struktur geändert, nicht so in dem Sinne, wie ich es halt brauche. Ja,
also für die Range. So, das könnte hier dann der Rücksetzer werden, aber gut. Na gut, dann war es halt mal nichts. 70, 60 Euro minus. Ja. Kann ich aber mit leben. Ja, jetzt in diesen, und jetzt sind wir genau bei dem Thema, ist es jetzt zu spät für die Trendbewegung oder läuft sie jetzt weiter durch? Und wenn jetzt der Markt hier darunter schließt, dann durchaus die Möglichkeit, dass wir hier wirklich dann doch den Abverkauf sehen, die Phase sich wieder ändert und wir jetzt hier mehr Momentum auf der Verkaufsseite bekommen. Der Bereich interessiert mich jetzt hier doch schon. Da gibt es einiges an Gegenwehr. So eine enge Konsolidierung, mal gucken, ob wir hier zwischen 35 und 20 hier anhalten. Das löst sich oftmals dann auf der Oberseite auf. Mal sehen. Das wäre jetzt auch so einziger. Aber gut. Ja, jetzt ist es auf alle Fälle so, dass man hier sozusagen die Unterstützung jetzt schaut, ob die dort ist. Die ist jetzt nur rein technisch so eingezogen. Und man merkt aber genau an diesem Tief, wo es halt losging, da findet jetzt hier schon ein ziemlicher Fight halt statt. Und da wird es jetzt gleich spannend werden, ob dieser Fight jetzt, von welcher Seite der jetzt gewonnen wird. Ja. Und mal gucken. Also auf der 35, denke ich mal, würde ich vielleicht nochmal gucken. Aber es ist schon ziemlich heftig, der Druck. Ja? Also wie sieht es denn da hier bei den anderen aus? Ja, naja, dann lass sie mal fallen. Also das ist wahrscheinlich jetzt mit die kontinuierlichste Bewegung gewesen. Also ganz ehrlich, ich meine, ich werde halt auch ausgestoppt, ne? So ist es jetzt nicht und gehört halt dazu und ist jetzt für mich aber auch kein großes Drama. Ich meine, am Ende ist meine Idee, die ich hatte, ja nicht aufgegangen, ne? Und bis jetzt war es auch gut so, dass ich raus bin, ne? Also im Nasdaq nicht zu warten oder zu warten und zu hoffen ist halt, kann halt, ich denke mal schon auch für den einen oder anderen schon ziemlich teuer werden, also da sind schnell 1000 Euro minus zusammen, wenn man da jetzt denkt, oh, das wird jetzt irgendwann steigen und ich kaufe mal schön nach, ja, also das sollte man auf alle Fälle nicht tun. Ja. Aber hier geht es jetzt doch ziemlich nach unten und ja, den Breakout, ganz ehrlich, hätte ich hier nicht gehandelt. Den Breakout handle ich eigentlich nur, wenn der Markt von weiter oben aus mir eine Struktur gibt, dass ich den Breakout auch handeln kann. Aber hier habe ich es jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Der Breakout wäre jetzt hier die, klar, logischerweise die bessere Alternative gewesen. Hier jetzt einfach Short drauf zu hüpfen, da kriegt mich auch keiner rein, weil was ist, wenn hier plötzlich der Rücksetzer kommt? Ich weiß ja nicht, dass der Markt so am Stück so runterfällt. Ja. Also das weiß ich ja auch nicht. Ne. Und das sind jetzt hier ja, jetzt seht ihr hier sehr zielgerichtet das Ganze. Wenn man so möchte, hat man ab hier oben, also ab 16.07 Uhr einen Abwärtstrend, der halt durch die Unterstützung halt durchgelaufen ist und ja, hier auch durchläuft. Das war vielleicht noch eine Überlegung. Oberhalb, also hier, wenn man so möchte, nochmal abgeprallt am VWAP und jetzt runter. Der nächste Unterstützungsbereich wären dann die 12.773. An solchen Marken prallt der Markt schon sehr gerne auch mal ab. Da mache ich schon auch gerne solche Trades an diesen VWAP-Bändern, aber ja, da muss halt dann auf den Tick genau dran laufen und dann kann man mal gucken. So, mal gucken, ob wir überhaupt das Hoch mal hier der 1-Minuten-Kerze rausnehmen. Also, wenn überhaupt Short, dann müsste ich über dem Hoch einer 1-Minuten-Kerze, würde ich nach Short gucken, also nie in der schwarzen, sondern immer dann über dem Hoch, dass der Markt dann halt da drüber geht und dann wieder anfängt zu fallen. Also das, was ich für den Long erklärt habe, dann für die Short-Seite. Ja. Mal gucken, wie weit das jetzt hier die Gegenbewegung kommt. Ja, aber manchmal ist halt so, ne? Ja.
Gut, also schön ist er halt immer im Auge des Betrachters, ne? Ja, also hier war es schon so, klar, wir haben hier so leichte Tendenz auf der Unterseite gehabt, aber im Sinne einer, ja, das wäre jetzt möglicherweise das Short, also der aggressive Short, wenn der durchgeht, dann schließt die Kerze am Tief. Also, ja, also die 5-Minuten-Kerze am besten, dann also geht nochmal hier unter die 88. Also, wir haben hier eine leichte Tendenz, aber so, diese Tendenz hat man ja auch hier gehabt. Und das ist halt natürlich die Schwierigkeit. Ne? Das heißt, hier ist die Tendenz genauso nach unten. Hier wird sie gebrochen und dann geht es halt hier hoch. Und genau das gleiche auch nochmal hier. Hier runter, Tendenz wird nochmal gebrochen, geht wieder hoch. Gleiche hier, Tendenz hält an, soll gebrochen werden und da hochgehen. Macht da aber nicht. Ja. So, was der Fehler hier war, normalerweise warte ich ab, bis der Markt halt hochkommt. Ich habe es diesmal über den Trailing Stop, also über die MTO-Order gemacht. Und da war es halt so, mich hat es halt in dieser Vola halt hier mittendrin reingezogen und dann halt hier ausgestoppt. Ne? So. Dann war es schon fertig. Ups. Da war ich fertig. Puh, ja, dann wäre es jetzt hier Überlegung, wie gesagt, darüber und wenn es wieder runter geht, der Short und Ziel wäre jetzt, das Tief der langen 1-Minuten-Kerze rauszunehmen und dann weiter zu fallen. Wenn Ditte gelingt, 5-Minuten-Chart, wie sieht es da aus? Ja. Da wäre sogar noch mal ein Rücklauf möglich, bis hierhin wäre auch noch mal möglich, entweder bis dahin oder bis hierhin. Also wenn sie es gut machen und sehr dynamisch fallen, dann schaffen sie nicht die 24 und gehen darunter short. Ziel wäre, wie gesagt, dann entweder die 84 oder sogar die 45. Also das wären jetzt die für mich die Levels auf der Unterseite. Also das obere hätte man ja dann schon ziemlich angelaufen und dann hier, dass man hier anstatt der Bewegung zurückgehen. Ja. Das ist ja. Also da hat es auf alle Fälle gerade mal ordentlich drauf gesmasht. Kommt der Wick Kiss? Kiss it, baby. Gucken. So, mal gucken. Also, wenn es gut läuft, kriegen wir ja noch mal ein paar Punkte. Kerze muss aber unten schließen. Die Minute, dann ist okay. Wenn die oben schließt, kann ich gleich wieder raus. Ah, nicht unten geschlossen. So, jetzt unter das Tief der Minute, dann wäre es okay. Ansonsten können wir raus. So. Bis dahin. Nur nicht. Eine Minute ist schon ganz schön lang. Na gut, wieder raus. 1,60. Also nur das Tief angelaufen. Die Gefahr ist, dass halt das Tief der Minute anläuft und weiter steigt. Ein bisschen nervös der Markt. Also wenn es richtig gut läuft, dann erreicht er halt die 34 nicht mehr und fällt dann hier nochmal runter. Ja, indem er halt, na gut, hier hätte er sogar nochmal drüber steigen dürfen. Über das Hoch, über die 37. Na, schade, jetzt fällt es. Na ja, gut. Ja, Ende der Minute wäre es gewesen. Ja. Ja, manchmal muss man es halt abwarten, aber ja,
Das ist der sogenannte WIC-Kiss. Ja. Warum auch immer, funktioniert aber immer mal ganz gut. Ja, das wäre der 30 plus zumindest einer. Aber gut, da ich eh sowieso schon nicht so gut drauf war, ja, bisschen nervös. Ja, wenn man sich den 5-Minuten-Chart anguckt, ist es halt so, dass der Markt halt das Tief genau, also von diesem Kerzentief anläuft und von dort aus wieder wegläuft. Und da sind dann meistens immer nur 3 Kerzen, also 15 Minuten in dem Fall. Und dahinter liegt einfach hinter dieser Struktur genau dieser Trend. Also der Markt macht ein Tief, erholt sich, macht ein neues Tief, kommt da dran an das Tief und fällt dann wieder. Das wäre die Idealstruktur. Und das ist sozusagen, wenn man es auf einer größeren Zeitebene sieht, auf dem Tageschart, ist das ja der perfekte Trend. Also der perfekte Trend sieht ja so aus, dass der Markt ja einen Tief erreicht, dann davon steigt, dann fällt er da durch, kommt wieder da dran und fällt dann tiefer. Und der Punkt 2 und der Punkt 3 liegen auf einer Linie. Ne? Ja, 2, 3, 2, 3, ne? Und so weiter. So, und das hier ist halt das Gleiche am Ende, liegen auch auf einer Linie oder so gut wie auf einer Linie. Und das ist eigentlich das Gleiche, ne? Rein nur auf viel kürzerer Zeitebene. Aber wie gesagt, vielleicht ist es halt vom Algo so gemacht, dass der das dann so hernimmt und dann sieht das halt so aus. Funktioniert auch nicht immer, ja, aber durchaus kann man sich mal merken. Gut, jetzt wird es hier ein bisschen volatil. Naja. Dem auch sein. So. Naja, also von daher heute nicht ganz so erfolgreich gewesen fürs Webinar, aber trotzdem hoffe ich, da ein bisschen was gezeigt zu haben. Der Verlust lässt sich reinholen, aber das ist auch ja nicht die Aufgabe. Es geht ja am Ende darum, Strukturen oder Situationen zu finden, die halt passend sind. Sagen wir es mal so, hätte ich mal auf mein Ich gehört, hätte ich gar keinen Trade gemacht, aber dann kommt auch doch ein bisschen. Ja, manchmal dann einfach, dass man redet sich dann auch eine Situation halt schön. Ja. Aber gut, ist nun mal so, ist passiert, ist auch überhaupt nicht tragisch und beim nächsten Mal dann halt besser. Gut, dann wünsche ich euch an der Stelle schon mal ja, erfolgreiches weiteres Handeln. Oder auch ausprobieren, wenn ihr die Futures handeln wollt. Mit FX Flat ist es möglich. Es gibt unterschiedliche schöne Möglichkeiten, das über den Stair Trader auch da seine Ideen halt unterzubringen. Im Future, wie gesagt, der Vorteil, dass man direkt am Markt halt handelt und ja, damit auch durch die geringe Margin-Anforderung auch den Hebel hier umgehen kann. Oder die Hebelbeschränkung von 1 zu 30, aber ihr seht, was dafür auch, dass man hier aufpassen muss. Ich habe gesehen, wie schnell halt 60 Euro weg sind. Und wer sich das nicht leisten kann, der sollte halt auch eine Etage kleiner anfangen. Zum Beispiel mit den Mini-Nasdaq-CFDs, die jetzt seit neuestem Jahr gibt. Also einfach den Nasdaq auswählen und dann den CFD halt da aufmachen und genau. Gut, ansonsten trotzdem für mich war es von den Fragen und den Feedback, was ich gekriegt habe, ein schönes Webinar, abgespalten vom Ergebnis, war es super gewesen. Ja, ich bin gespannt, wie Sie den Anstieg heute hier abverkaufen. Also einige Werte gehen ja doch ganz schön in die Binsen. Der WIC-Kiss jetzt in der Nachbetrachtung darf man sagen, mit einem Stop-Loss, ich sage jetzt mal nicht nervösen Handel und einem Stop-Loss nachgezogen über den 1-Minuten-Chart, wäre natürlich jetzt, das wäre auf alle Fälle jetzt ein Plustag. So. Kann man ja nochmal gucken, wir waren hier oben drinnen auf der 29 oder so. Ja, 70 Punkte, das sind 140 Dollar. Da hätte man einen Plustag gehabt. Aber gut, hätte Fahrradkette. Ja, und der Trade wäre noch drinnen über den 1-Minuten-Chart und mal gucken, wo es dann hingeht. Also das vielleicht nochmal merken. Der WIC-Kiss, wie gesagt, im Nasdaq funktioniert es oftmals ganz gut. Dann, wie gesagt, sind wir gleich am Ausgang der Bewegung. Ja, ich wünsche euch allzeit gute Trades. Mich würde es freuen, wenn ihr wieder einschaltet und zwar am Mittwoch, den 14. April nach Ostern. Und wie gesagt, das Ostergeschenk, wenn ihr so wollt, der
Bonuscode jetzt für das vergünstigte Grundkurswebinar ein vorgezogenes Ostergeschenk für euch. Und die letzten Worte, wie immer, gebe ich nun zurück zu FXFlat an den Wolfgang. Ja, war mir wieder eine Ehre mit euch. Ja. Heiko, vielen Dank. Ich habe dir auch sehr aufmerksam zugehört, weil ich finde es immer interessant, wenn du deine Webinare machst und ich denke, dass der ein oder andere wertvolle Informationen mitnehmen konnte. Ich habe nur eine Frage noch, die du nicht beantwortet hattest, und zwar das Doom, was du angezeigt hast, ja, ist vom Ninja Trader, ne? Jein, aber Jein? ist noch ein anderer Doom gewesen. Noch ein anderer, okay. Ja, aber ja, der Doom im Ninja Trader sieht am Ende ähnlich aus. Also das Tool nennt sich Jigsaw, das habe ich aber, also wie Puzzle auf Englisch. Das habe ich halt nur für Coachings mal mir erworben, weil man da Market Replay machen kann. Ah, okay. Genau, und aber leider habe ich es noch bis heute nicht hinbekommen, dieses Market Replay. Also da ist der Teufel wieder im Detail. Da habe ich es noch nicht rausgefunden, wie es geht. Und jetzt habe ich den, normalerweise ist der eigentlich gar nicht an, aber jetzt war er halt an und ja, da. Ach genau, ich habe den heute angemacht, weil ich eigentlich den Plop im DAX aufnehmen wollte, heute für Ausbildungszwecke, aber der kam ja heute erst um 14.30 Uhr und deswegen, man sieht halt in diesem Dom, also ich kann es ja nochmal zeigen, wie gesagt, das ist jetzt eine externe Software, kann man sich, sieht man jetzt direkt, wie was gehandelt wird. Also man sieht jetzt, hier ist der F-DAX jetzt und man sieht jetzt wirklich dann im Detail, welche Kontraktzahl auf welchem Level gehandelt wurde und kann da reingucken. Und das ist halt für Ausbildungszwecke, für Leute, die in diesem Bereich, wo ich ja Future-Ausbildung ja mache auch, zwar jetzt nicht mehr am 1:1-Coaching aktuell, das kriege ich leider zeitlich nicht mehr hin, aber das war immer genau das, um Leuten einfach so ein bisschen zu zeigen, wie halt die Märkte wirklich tickern. Also wer das erste Mal das überhaupt sieht, ja, der ist ja völlig perplex. Und hier kann man dann gewisse Situationen dann sehr detailliert zeigen, ohne jetzt da auf den Nutzen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, einzugehen, aber da einfach den zu zeigen, wie das funktioniert halt. Genau. Okay. Ja, vielen Dank. Ja, ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg mit den nächsten Trades. Und ja, wie du schon gesagt hattest, am 14.04. Da ist gerade Ostern, richtig? Ja, hören wir uns wieder, ne? Hallo. Genau. Oder der Nathan ist ja schon wieder zurück. Ja, der ist dann schon wieder zurück, das stimmt wohl. Ja. Okay, dann schönen Abend für alle. Danke. Bis dahin. Tschüss.